So, wieder hallo und willkommen zurück zu Let's Play Schiff 2 Unleashed. Wir sind zurück und machen heute weiter in unserer wunderschönen Karriere. Wir haben letzte Folge wieder 2% geschafft. Also wenn wir es in diesen Schritten schaffen, 2% pro Folge, ja, dann wären es ungefähr 50 Folgen. Könnte darauf hinauflaufen, da manche Rennen aber später schätzungsweise noch länger werden. Ja, könnte es auch mehr werden. Also es wird auf jeden Fall kein zu kurzes Let's Play. Sagen wir mal, Schiff 2 ist auf jeden Fall kein allzu kurzes Spiel. So, wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Wir hatten nämlich in der Modern D, hatten wir noch nicht alles abgeschlossen. Da fehlt uns nämlich hier oben noch ein Event und das würde ich doch gerne nochmal wiederholen. Das war nämlich das hier eine, da hatten wir nur den vierten Platz geholt und ein dritter Platz sollte ja wohl schon drin sein. Also wir müssen nur Dritter werden, dann gilt das als gewonnen oder beziehungsweise als abgeschlossen und ich schätze mal, das sollten wir hinbekommen. Ja, ich nehme jetzt 3 Folgen Schiff 2 am Stück jetzt auf, weil ich übers Wochenende immer wieder im Sauerland bin seit einer längeren Zeit. Deswegen wollte ich aber trotzdem euch jeden Tag eine Folge Schiff 2 bieten. Deswegen ich mich jetzt für 3 Folgen hintereinander den Rennsitz klemme und versuche, dass meine Stimme nicht komplett abkackt, beziehungsweise ich irgendwie noch Themen finde. Aber irgendwie kriegen wir das hin. So, das will ich jetzt einfach nochmal abschaffen, das Rennen. Genau, ich will das Rennen abschaffen, das Rennen muss weg. Nein, ich will es nur gewinnen. Weil das kann nicht angehen, dass wir alle gewonnen haben, oder nicht alle gewonnen haben, aber alle abgeschlossen haben. Bis auf das eine und das kann ja nicht so schwer sein. Wir dürfen uns so nicht so blöd anstellen, dann sollte das schon möglich sein eigentlich. Wir sind ein bisschen weit rausgekommen, aber alles noch in bester Ordnung. Ja, okay, danke, cool. Gut, da war ich jetzt aber schuld. Das ist mir, fällt mir jetzt gerade mal auf, das hatte nämlich jemand auch schon den ersten... Danke! Ja, toll! Oh. Dieser Otto von Audi-Fahrer, wir sind zwar noch der Zweite, aber trotzdem der Erste ist ja weg. Der hält ja nonstop gegen. Wie soll ich denn wieder wegkommen, wenn er mir dagegen das Heck drückt? Oh, halt nochmal. Gut, das war jetzt auch ein dummes Manöver von mir, weil ich da innen rein wollte, obwohl er noch da war. Er hat dagegen gehalten. Hier, was jemand aufgefallen ist, achtmal auf dem Tacho. Ist egal, jetzt auch schon vielen aufgefallen. Ist mir, habe ich jetzt gerade erstmal gut drauf geachtet, weil ich fahre, wenn ich hier fahre, gucke ich nicht, wie schnell ich fahre. Ich achte auf den Drehzahlbegrenzer links, das ist alles, worauf ich hier während des Fahrens achte eigentlich nur. Und sonst, wenn ich schalte, achte ich sowieso nicht auf den Drehzahlbegrenzer. Meistens, da fahre ich nach Gehör, soweit es geht. Fahre ich in dem Spiel eigentlich auch nach Gehör, wenn ich schalten muss. Boah, und schieb doch. Sag mal, das ist doch ein Scherz. Der Wagen hat hier das Problem, dass er extrem von rüber schiebt. Nee, mein Gott, ich komme die ganze Zeit nicht mit. Bei 80 km/h müsst ihr mal drauf achten. Der Tacho bewegt sich nicht mehr weiter. Der lockt bei 80 km/h ist Schluss. Da, seht ihr? Der Tacho ist verbuggt bei der Kiste. Also zum, nicht der digitale, der funktioniert ja erst rein, das sehen wir ja wunderschön, der läuft super. Ich meine den analogen, da rechts, der funktioniert nicht richtig. Das war zu spät, deutlich. Scheiße, und weg bin ich. Ah Mann! Komm! Darf ich mal, dankeschön. Mann, ich weiß nicht, warum ich mit dieser Strecke so schwer tue. Liegt vielleicht auch einfach daran, weil ich einige Kurven und Sprünge einfach zu übereifrig nehme. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Oh. Da haben sich zwei Lieben gelernt und ich komme hinterher geschoben. Ein bisschen die Liebe unterstützen, muss man ja. Da habe ich gerade ein schönes Thema. Der hat mich super rübergeleitet, der Kollege, den wir gerade überholt haben. Der fährt nämlich in der MX-5. Jetzt, also wenn die Folge online kommt, gestern war es nicht, doch. Ja, doch, gestern. Also gestern Nacht um 3, also den Tag auf gestern um 3, wurde ja der neue Mazda MX-5 präsentiert. Vielleicht, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, sucht einfach mal nach Mazda MX-5, so rum. Mazda MX-5 2016 heißt er, nicht 2015, das ist ein 2016er. Aber einfach mal das suchen. Dann solltet ihr schon Bilder für das Ding finden, beziehungsweise eigentlich auf Facebook und sowas sind die, wenn ihr irgendwelche Autoseiten geliked habt, zu sehen gewesen. Und ja, ich würde mich mal interessieren, so eure Meinung zum neuen MX-5. Ich finde den ehrlich gesagt, obwohl zum Beispiel viele habe ich auf Facebook auch schon mal gefragt, da waren viele gegen den Wagen, fanden ihn nicht so geil, weil er halt relativ kleine Scheinwerfer hat und sonstigem. Aber ich muss sagen, der neue MX-5 gefällt mir richtig, richtig gut. Ich mag die Optik, ich finde diesen Wagen top. Den wir gerade überholt haben, das war ja der Vorgänger von dem, vom neuen, den finde ich nicht so geil. Ich finde den hier, den wir jetzt gerade überholt haben, den Vorgänger, ich mag den gar nicht. Ich finde ihn von der Form nicht schön. Das ist überhaupt nicht so mein Favorit. Der einzige MX-5, den ich jetzt mag, bis auf den jetzt der rauskommt, ist der noch der alte mit den Klappscheinwerfern, also die erste Generation. Der Mazda MX-5 Gen 1, der war noch super, den fand ich total geil, weil er so einen schönen Kultschirm hat und so ein schönes Driftauto war.
Den fand ich super. Aber die danach, die fand ich jetzt nicht mehr so geil. Und deswegen den neuen, doch, der hat was. Bisschen was vom F-Type. Das stimmt schon. Bisschen was vom GT86. Oh, oh, nein. Jetzt nicht das Rennen noch kurz das Ziel wegschmeißen. Oh, Glück gehabt. Sauber, du bist aufs Treppchen gefahren. Ja, auf jeden Fall hat er irgendwie von allen etwas, aber ich finde trotzdem wirkt das ziemlich geil, hat doch eine eigenständige Optik auch. Auf jeden Fall, ich finde ihn schön, könnt ihr mir gerne mal eure Meinung zu dem Wagen in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. So, dann haben wir das Ding jetzt auch endlich abgeschlossen. Glückwunsch, das ist folgendes Absänger, die Modern Die Einzelschaurennen erreichen im Puls beziehungsweise in allen Events der Modern Die Einzelschaurennen. Und das haben wir nicht. Aber ja auch, okay, dafür gibt es aber irgendwie kein Achievement. Schade. So, wir schauen uns mal an, was diese Dr. Pepper Sachen sind. Die würde ich nämlich gerne noch abschließen. Da wollen wir doch auch mal hingehen. Dr. Pepper Hotlap Herausforderung. Dr. Pepper Hotlap Herausforderung. Ein Event ist das Ganze. Gut, gucken wir mal, was das ist. Das ist eigentlich der, ja, deswegen mein Sidefarm, was wir hier haben. Auf Miami. Da dürfen wir uns fahren mit dem mit einem geliehenen Wagen, dem Chevrolet Camaro SS Dr. Pepper Edition. Ja, geil. Wer dich kennt, Dr. Pepper ist auch so eine, ja, Cola. Kirschcola, glaube ich. Ne? Ist Kirschcola oder ist normale Cola? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall auch eine Cola-Marke. Eher beliebt in Amerika. Also in Amerika ist Dr. Pepper. Kennt jeder. Hier in Deutschland mittlerweile okay, so ein bisschen im Kommen. Lass dich nicht vom hohen Tempo in der zweiten Streckenhälfte täuschen. Die Curbs und zeitliches Gefälle bringen oh, 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 oh. Die letzte Kurve ist verdammt eng. Also ich muss mich jetzt an den Wagen gewöhnen. Oh, da war irgendwas im Weg. Oh ja, komm rum. Wir haben jetzt auf jeden Fall. Ich fahr mal kurz neu, die Kurve war ja schon jetzt scheiße gefahren. Ich muss mich gerade mal ein bisschen gewöhnen, wir haben ein wenig mehr Dampf unter der Achse. Ein bisschen mehr im Vergleich zu einem Vorwagen. Der Camaro SS und ein Golf 5 GTI, da liegen Welten zwischen. Und das merke ich gerade auch, die Welt ist hier doch schon ein bisschen schneller. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen mit dem Wagen hier einfahren. Boah, komm rum. Oh! Okay, alter Schwede. Das wird spaßig. Ach, scheiße. Ja, wenn du nämlich kurbelst, der Lenkrad selber nicht wieder zurück, das nervt mich gerade ein bisschen, weil ich muss immer so viel kurbeln dabei. Das ist mit dem Mikro vor der Fresse echt ein bisschen kompliziert. Aber ich finde geil, dass diese auf jeden Fall Dr. Pepper ist eher eine amerikanische. Oh, geht der mit dem Arsch. Okay, ich fahre jetzt erstmal einmal die Runde und dann, wir haben drei Runden Zeit, das geht schon. Aber der geht mit dem Arsch, meine Fresse, zu stark aufs Gastreter, muss ich aufpassen. Auf jeden Fall ist eine amerikanische Cola-Marke in Amerika auch sehr, sehr beliebt. Mit Cola, ich glaube, und Pepsi wirklich die größte da. In Deutschland erst jetzt wirklich im Kommen. Wenn ihr auf der Gamescom war, habt ihr Dr. Pepper sicher gesehen. Die haben ja einen der ESL-Sachen, oder was ESL, ich weiß nicht genau, einen der E-Sport-Sachen auf jeden Fall gesponsert. Das war die Dr. Pepper-Meisterschaft. Und daher kennt man die vielleicht auch. Dr. Pepper nur ein bisschen getrunken. Ich finde es schmeckt schon relativ geil. Noch, ich glaube, ein Tacken süßer noch als Cola. Also Coca-Cola, so davon rede ich, wenn ich Cola meine. Okay, erste Runde komplett für den Eimer. Puh, ich muss nicht mal ein bisschen einfahren. Das ist jetzt schon eine ganz andere Gewalt, die wir hier haben. Und es wird später nicht einfacher. Da werden wir noch mehr kräftiger haben. Man merkt schon, der Simulationsanspruch, der ist deutlich höher noch geworden als bei Shift 1. Muss man sich hier auch ein bisschen mal ranarbeiten erstmal. Boah, das Heck kommt so leicht, das ist übel, guck an. Aber er hat deutlich geilere Bremsen als unser Golf. Es steht schneller. Ich muss echt mal einfach. Ich fahre glaube ich echt relativ bescheiden, muss ich sagen. Das geht glaube ich deutlich schneller als das, was ich hier abliefere. Aber ja, ich muss mich gerade erstmal ein bisschen mit diesem Wagen anfreunden, sagen wir es mal eher so. Wir kriegen noch nicht mal die normale Zeit, die letzte Zeit hin, oder? Doch, die haben wir jetzt hinbekommen. Muss ich echt mal ein bisschen erstmal einfahren. Erster Heckantrieb, den wir jetzt hier ins Spiel fahren. Ich komme mir gerade vor wie so ein Fahranfänger, wie ich hier fahre. Das ist schlimm, weil sie eigentlich nicht anschauen, ne? Oh nein! Ah, so eine gute Rundenzeit fast!
Habe ich es jetzt hier versemmelt, scheiße. Ja, da habe ich es offiziell liegen gelassen, gute Runde, scheiße. Ah, nicht gut. Wäre möglich gewesen. Locker, na gut. Super gefahren, du bist auf dem Podium gelandet. Nur die drittbeste Zeit geschafft, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt geil, muss man wirklich sagen. Aber es hat jetzt auf jeden Fall schon mal Bock gemacht, ein bisschen, sagen wir mal, was Schnelleres zu fahren. Wir können das gegen Ding gerne noch später nochmal probieren, dass wir da vielleicht auf 1 fahren. Aber es hat jetzt auf jeden Fall Bock gemacht, dass wir schon ein bisschen was Schnelleres fahren durften. Es geht ja auch als offiziell abgeschlossen, das ist das Gute. Ja, wir haben noch zwei weitere, die wir natürlich jetzt auch abackern werden. Doc, die Glendale-Challenge, fahren wir über die Camaro. Sieht so aus, ne? Oh ja, na gut, haben wir ein bisschen Übung mit dem Wagen, ist gar nicht mehr so schlecht. So, Glendale-Challenge, was muss ich hier machen? Auch wieder Zeit, schätze ich mal, ne? Oder ist ein richtiges Rennen? Weiß ich gar nicht, schauen wir mal. 3 Runden, doch, ein richtiges Rennen, was wir jetzt hier fahren dürfen, okay. Also jetzt richtig gegen Gegner. Oha. Das wird lustig. Ich habe nämlich gerade echt wie so ein Fahranfänger angestellt. Immer so ganz sanft die Kurven früh gebremst, wenig Gas gegeben und sonstigem. Ich muss mich da echt noch ein bisschen rantasten, ohne Fahrhelm hier im Spiel. Weil eben nicht das Lenkrad gegenkurbelt. Oh, da haben wir eine nette Konkurrenz. Pass auf Turn 3 auf. Du hast so viel Schwung, dass du bergauf von der Strecke fliegst. Du solltest die Kurve eher vorsichtig und weit nehmen. Nee, was ich gerade sagen wollte, was wollte ich sagen, das Lenkrad kurbelt halt nicht zurück, wenn du eben eingelenkt hast, das komplett eingelenkt hast, musst du selber wieder komplett zurückkurbeln, das ist bei so engen Kurven dauert das ein wenig, wenn du dann aufs Gas drin geht das Heck in dem Moment schon weg. Ja, sehr gut, danke auch. Fängt ja schon mal gut an, das Ganze. Hier ist ein Cabrio dabei, what the fuck, wir hätten ein Cabrio rennen, aber hast du noch alle. Aber ich denke, kennt man ja auch noch aus Shift 1. Oh, 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 da geht das Heck weg. Achtung. Da lässt sich aber eigentlich ganz gut fahren, muss ich sagen. Genau ist jetzt nicht irgendwie, dass es total scheiße fahren lässt. Das war gerade nur auf der Stadtstrecke relativ schwer, sich das erste Mal an sowas Schnelles zu gewöhnen, dafür direkt eine Stadtstrecke zu bekommen. Aber sonst muss ich sagen, lässt der Wagen sich echt sehr gut fahren, hat sehr gute Bremsen. Wow, da habe ich einen hinten drauf gekriegt. Ja, da bin ich weg. Scheiße! Scheiße, ist leer! Ja, dann überhole halt innen. Muss ich aber sagen, da war ich gerade selber schuld, dass ich da weggedreht habe, weil ich habe zu... Ach, der Audi hat auch keinen... ist auch ein Spider, okay. Nee, da war ich gerade selber schuld. Ich habe die Kurve zu eng genommen, der war halt noch irgendwo so dahin. Dass ich dann einen hin drauf kriege, ist natürlich zu rechnen. Aber wir haben da natürlich noch 2 Runden, jetzt ist noch nichts verloren. Der Wagen macht hier auf der Strecke macht jetzt echt Fun. Also, der ist ja echt gut kontrollierbar. Man merkt schon seine Grenzen, wo man ihn treiben kann. Das ist ganz geil zu fahren. Auf jeden Fall. Auf der Stadtstrecke war vielleicht nicht die geilste Möglichkeit, um den Wagen das erste Mal einzufahren, sich mit dem Wagen anzufreunden. Eine normale Rennstrecke, glaube ich, doch geiler als Cushinger mit dem SL65, bitte. Der ist doch raus, ne? Ich ziehe das einfach mal durch, so geht. Ich feiere die Bremsen, die sind super geil. Die Bremsen sind richtig geil. Viel, viel besser als... Ah, diese Kurve! Jetzt habe ich ihn komplett weggesammelt. Scheiße. Komm. Und ich krieg noch einen rein. Ja, da war ich jetzt auch selber schuld, dass ich mich voll mit auf die Strecke stelle. Ah. Komm! Ich will noch Dritter werden, das wird jetzt knapp, das wird jetzt schwer, glaube ich. Ja, da, die Kurve, da habe ich nie in der ersten Kurve nur einen drauf gekriegt, da ist eine Bodenwelle, wenn ich die nicht achte, dann haut sie weg. Oh, da vorne fahren schon die ersten drei, die sind schon um die Kurve rum. Ich glaube, das wird relativ schwer, wenn nicht unmöglich, hier noch den dritten Platz zu holen. Oh Gott, ja, da habe ich ihn auch nochmal mitgenommen. Da sind wir noch auf der 4, aber ne, das schaffe ich nicht mehr. In der Vorstrecht-Ziellinie, schade. Na gut.
Ich probiere es nochmal. Wir wollen das Ding natürlich hier auf jeden Fall aufs Podium abschließen. Komm schon. Tief durchatmen, konzentrieren, mach dich bereit. Es geht. Man muss sich mit dem Wagen einfreunden. Man muss sich wirklich, dank dessen, dass ich fahre, muss ich mich ein bisschen an die Wagen rantasten. Aber ja, die Camaro habt ihr jetzt gerade gesehen. In der letzten Runde, der dritten Runde, bin ich doch relativ gut in den Kurs rübergeflogen. Wenn ich das jetzt auch hier im ganzen Rennen über so scharf, dann sollte das kein Ding sein. So, der SL ist schon mal weg. Ist der freiwillig verabschiedet, habe ich gehört. Oh, geh mir vom Arsch weg. Ich hab den drauf gekriegt. Was macht so ungeheuer Spaß zu fahren, dieses Spiel? Fuck! Mann! Komm aus der scheiß Wiese raus! Lass mich wieder nach vorne ackern. Aber gut, wer Fehler macht, der muss sich auch wieder ausgleichen. Gas hier geben, dann kriegen wir hier auf jeden Fall unseren Platz wieder hin. Oh, schönes Duell gerade gegen die Corvette, die will nicht abreißen lassen. Ich glaube, jetzt habe ich sie. Oh, fuck, da war ich zu weit in. Ach, gerettet, gut. Aktuell Sechster. Fehlen noch ein paar Plätzchen. Aber die ersten, die drei, die wir überholen müssen, haben wir auf jeden Fall vor uns. Erster und Zweiter wird auch schwer, die beiden sind schon ganz gut abgesetzt. Aber ein dritter Platz sollte auf jeden Fall noch drin sein, solange ich hier halt keine Fehler weitermache. Sonst ist auch der dritte Platz gefährlicht. So, vor uns hier in der 8. Nein! Oh, Mann! Ey, das gibt es nicht, wie lange scheiße krass das Heck direkt weggeht. Das muss ich wirklich sagen, also die Hecks sind bei den Kisten so fucking empfindlich. Ein Tischstein hinten drauf und eine Waage schleudert über die ganze Strecke in dem Moment. Ah, come on, das will ich gewinnen, ey. Ja, ihr merkt schon, ich habe ein bisschen Ehrgeiz, aber ich will das Ding hier auf jeden Fall holen. Also wir wollen jedes Rennen abschließen, ich will auf jeden Fall über aufs Podest kommen. Erster oder Dritter ist mir scheißegal. Solange Podest ist alles in Ordnung. Ich darf nur keinen beim anderen aufs Heck titschen, da bin ich weg. Das ist der tödliche Schlag oder der hier. Oh, come on. Nein, nicht wegdrehen. Oh, scheiße. Boah. Ey, das ist doch nicht normal. Da haut der dich rüber und dann kommt der nächste Titsch nicht von der Strecke. Aber fällt gerade auf, dass eine Startposition irgendwie immer eine andere ist. Come on, ich will das Ding jetzt hier auf dem dritten Platz abschließen. Hau ab in der MSL. Innen, das ist schon mal ganz gut. Innen ist immer eine ganz gute Lösung für die Kurve. Oh, nein. Sag mal, ich bin schon auf der Bremse und ich tue schon nichts mehr. Der Wagen ist weg. Oh, Mann, come on. Ich bin wirklich vom Gas gegangen, bremse alles und der Wagen geht einfach weiter hinten rum. Du guckst du doch hilflos zu, wie dein Arsch weggeht. Das ist so krass bei den Kisten hier. Du hast wirklich keinen Schimpf. Wenn einmal das Heck weggeht, dann bist du wirklich im Arsch. Also du hast doch Glück und fängst es irgendwie, aber ja, haben wir ja gesehen, wie viel Glück ich hatte. Jetzt nehmen wir mal kurz ein bisschen ab, der Rumpe. Komm mal. Nein. Wow, da habe ich ihn gerade noch gefangen. Da haben die Reifen blockiert beim Einlenken. Das war nicht gut. Ich suche gerade so ein bisschen, dass ich die Corvette da innen habe, das stört mich. Oh, Achtung, Bodenwelle, hier geht es wieder weg, da wird es leicht. Ja, und da kriege ich da mal, das ist doch ein Scherz! Oh, leck mich doch am Eimer, das kann doch nicht sein, dass ich mich da. Ey, du machst nichts, bleibst auf deiner Linie und kriegst dann voll an hinten draufgeklatscht. Das ist doch scheiße, Leute. Ich kann doch nicht machen als Platz außen und Platz lassen. Der Titsch steht trotzdem mit seinem scheiß ersten Mal mir das Heck weg. Das ist doch doof. Die aggressive KI, das. Oh, ja. Schön, danke. Ja, ich wollte ja auch hinterher.
Also man kann schon sagen, das mit der aggressiven KI, das stimmt schon in gewissem Maße. Also die ist schon wirklich ein bisschen aggro. Come on. Hier gleich noch eine Dicke wegen dem Mist. Sie kann so knackenhart sein, das ist schon echt heftig. Klar, ich will es auch schwer spielen, aber Mann, ey. Ja, klar. Es stört mich ja so ein bisschen, dass die Gegner nicht so wirklich teilweise auf dich reagieren. Die tütschen die halt einfach weg, wie sie lustig sind. Realistischer und fairer Motorsport sieht anders aus. Sag ich mal, die beiden kloppen sich ja auch so wie die Fröhlichen hier. LFA und der erste Martin. Und durchziehen, durchziehen, durchziehen. Oh, ich bin mal drauf. Ah, seht ihr, da ist der Bodenwelle, da geht das Heck weg. Da muss ich echt aufpassen, dass es da eben nicht weggeht. Ah, der SLR beschleunigt mich aus, scheiße. Nein, sag mal, was ist denn los mit dem? Ey, da war ich jetzt kurz... Oh, leck mich doch am Eimer, ehrlich, doch so ein Scherz. Das ist doch kein normales KI... Mann, jetzt komm. Ey, du machst nichts und er haut dich einfach von der Strecke, als wenn er lustig wäre. Das ist doch scheiße, ist das doch. Ich fahre fair und die Gegner tun es nicht, das ist doch kacke. Sag ich, weil ich dann total hilflos bin, weil ich nichts machen kann, wenn das Heck weggedreht wird. Ja, scheiße, super. Boah, ich gehe gleich hier echt an die Decke, ehrlich, das schwöre ich. Oh, come on. Leck mich am Eimer. Ich brauche nur einen dritten Platz, den will ich ja gar nicht, wenn die Gegner mich davon nicht jedes Mal aufhalten würden. War ich ja gerade fast erst und dann kommt der SLR mir in die Quere und haut mich um. Weil hier habe ich gar keine Spiegel, hier muss ich sowieso nur noch Gefühl fahren, ob jemand neben mir ist. Da kann ich ja leider gar nicht vorhersehen. Bodenwelle, Achtung. Konzentriert, ihr merkt's. Sehr gut, wir haben den ersten Platz jetzt gesichert. Ich das nur noch nach Hause fahren. Jetzt habe ich nämlich das Hauptproblem, die Gegner hinter mir gelassen. Den Wagen hier komme ich ja super hier eigentlich im groben Sinne klar. Da darf ich mich trotzdem nicht drehen, also trotzdem darf ich hier keine Bodenwelle überschätzen mit dem Auto. Aber trotzdem komme ich mit dem Auto relativ gut klar, wenn die Gegner mich halt nicht jedes Mal wegknocken würde, als wäre ich ein Pinball. Banane wollte kurz weg. Oh, come on. Oh, geht doch endlich, meine Fresse, das war so schwer. So, ab geht's, letzte Runde. Jetzt mit gut 7 Sekunden Vorsprung. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Well, ja, erste Runde sind wir in den Gegner hergefürkelt. 1 Minute 4 natürlich auch aus dem Stand, klar. Aber trotzdem einfach mal 8 Sekunden schneller gewesen in der einen Runde jetzt. Und die Gegner hinter mir. Aber um mich herum. Irgendwie stimmt das Lenkrad nicht so ganz. Warte mal kurz, liebes Spiel. Sag mal, der übersetzt mein Lenkrad gerade komplett falsch. Der hat viel weniger Einschlagswinkel eingestellt, so plötzlich. Ich mache nix. Der lenkt viel stärker jetzt ein. Oh, das ist nicht gut. Ich lenke so... Ey, was ist denn los hier? Das Lenkrad wird gerade falsch übersetzt ins Spiel.
Der schlägt viel weiter ein, als ich hier gerade einlenke. Die neue Grafik gerade nicht umgesetzt. Ist ja schön, haben wir genau solche Lenkrad-Bugs wie bei Shift 1. Ist ja super, dass er das drin gelassen hat, Leute. Ich starte mal kurz Lenkrad, wartet mal. Wenn ich von irgendwie hier reinkomme, wartet. So. Aber ordentlich Geld geben diese Challenge. 17.000 ist schon eine Menge eigentlich. Ist schon nicht schlecht. So, haben wir es sogar hinbekommen. Irgendwie hat das Lenkrad jetzt gebackt. Es ist auch wieder an der Ausgangsstelle, sehr gut. Der hat das nicht richtig übersetzt gehabt. Also der hatte dem Lenkrad weniger Grad gegeben, als es eingestellt war. Also der hat für weniger Lenkbewegung mehr im Spiel umgelenkt. Wenn du neue Grad eingestellt, lenkt ja auch wirklich im Spiel nur so viel, wie du auch wirklich dein Lenkrad gerade gestellt hast. Das passt dann auch von den Lenkbewegungen ungefähr. Aber der hat das gerade komplett versetzt gehabt, wieso auch immer. Aber na gut, für die heutige Folge soll es auch erstmal jetzt gewesen sein von Need for Speed Shift 2. Wie immer, wenn es euch gefallen, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder würde ich sagen, seht ihr jetzt gleich die Endcard und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Haut rein, bis dann, ciao!